diesem Jahr, wo wir Ihnen die Geschichte der Textilindustrie des 18. und 19. Jahrhunderts vorstellen. Präsentacją tej wystawy zajęła się grupa inicjatywna TUKTEKST, którą teraz Państwu przedstawię w osobach pani Renate Oystenbrock, pani Dietmut Nebensberg, pani Krystyna Rojan, Gudrun Schelling, pani Monika Mence, Kerstin Kloze i pani Joachim Otto. Wielu jeszcze wolontariuszy było również zaangażowanych, dzięki którym ta wystawa mogła powstać i możecie Państwo ją dzisiaj oglądać. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Ausstellung wurde durch eine Initiativgruppe TUKTEKST vorgestellt. Das sind gerade die Personen, die genannt worden sind, die sich mit der Arbeit auseinandergesetzt haben. Aber nicht nur diejenigen, es waren sehr viele Freie, die auch natürlich mitgeholfen haben. Nämlich Sie haben begonnen, Kunst zu verweben mit der Geschichte dieser Region. Und das in einer Weise, die auf gute Tradition, auch über den Bereich der bildenden Kunst hinaus, ja verweist. Wir sehen hier ein Buch der Familie, der Firma Dierich, die das Vorbild ja für Gerhard Hauptmanns Weber-industriellen Familie gewesen ist. Und diese Verbindung von Kunst und Tuchmacherhandwerk ist etwas, das für unsere Region seit vielen hundert Jahren eine bestimmende Komponente ist. Die Mitglieder der Projektgruppe TUKTEKST, wie hier ja schon angesprochen wurde, begaben sich im Gebiet Niederschlesiens und der Oberlausitz. Diesmal, man muss sagen, mit detektivischer Akribie auf Spurensuche nach Indizien für die Existenz einer florierenden Textilwirtschaft. Sie fanden Bildmaterial, Exponate, Originalexponate und Texte, die nun hier in dieser Ausstellung in deutscher und polnischer Sprache die reiche Tradition der Textilproduktion seit dem späten 18. Jahrhundert belegen. Für die Präsentation wurden Betriebe und Firmen ausgewählt, die durch die hohe Qualität ihrer Ware die Region einst weltbekannt gemacht haben. Es ist die bewegende Geschichte eines Industriezweiges, der das Leben der Menschen und die Landschaft prägte. Görlitz und das Umland waren Jahrhunderte durch den Weidhandel, das Tuchmacherhandwerk und die Textilindustrie geprägt. Als Folge des Zweiten Weltkrieges verloren viele Firmen in Niederschlesien ihren Sitz und damit die Menschen ihre Arbeit. Fabriken wurden zerstört, Webstühle und Maschinen demontiert oder stillgelegt. Einige der nur noch schwachen Spuren dieser wirtschaftlich und ehemals so bedeutsamen Industrie werden nun für die Öffentlichkeit dokumentiert und hier wieder zugänglich gemacht. In Görlitz und dem Gebiet der Oberlausitz konnte nach mühevollem Wiederaufbau der ebenfalls im Zweiten Weltkrieg teils zerstörten Betriebe diese traditionsreiche Textilproduktion fortgeführt werden und fand auch unter sozialistischen Produktionsverhältnissen durch Qualität internationale Beachtung. Die politische Wende 1989 wurde auch zum Wendepunkt für diesen Industriezweig. Die Mehrzahl der Produktionsstätten konnten den Konkurrenzdruck in den Jahren danach nicht mehr standhalten und mussten schließen. Vereinzelt konnten und können heute auch noch neue und privatisierte Betriebe wieder erfolgreiche Positionen am Markt vorweisen. Auch das wurde von der Projektgruppe recherchiert und nun hier in dieser Ausstellung dokumentiert. Die Mitglieder der Projektgruppe TUKTEKST haben während einer einjährigen Recherche in Archiven, Museen, bei Gesprächen mit engagierten Menschen an den Textilstandorten vieles bereits Vergessene und ins Vergessen geratene wiederentdeckt
Und es ist zu hoffen, dass mit dieser Ausstellung bei vielen Leuten das Interesse für dieses für die Region so wichtige Thema wieder geweckt wird. Tutaj chciałabym również podziękować Krystynie, która wytłumaczyła wszystkie te kwestie, które są przygotowane tutaj dla Państwa. Nazywam Krystyna Roja. Mieszkam od 5 lat w Görlitz. Przeprowadziliśmy się stąd z Amsterdamu, z Holandii po zakończeniu pracy zawodowej. No i oczywiście jesteśmy zachwyceni miastem i zaangażowaliśmy się w różne rzeczy, które się tutaj dzieją. Między innymi właśnie w tym. Była Pani zaangażowana w samą organizację wystawy też, tak? Tak, to znaczy w tym projekcie, w tej grupie jestem już 3 lata i prawdopodobnie Pani Oestbrock już mówiła, że tutaj jakoś tak się spotkaliśmy na tej bazie, że Görlitz przez jeder einzelne hat mit so viel Energie und mit so viel Freude und Interesse ist es durchaus auch mal die ganze Sache zusammengestellt und es ist kein Einzelner, der da rausfällt, sondern es hat jeder seinen Teil dazu beigetragen und na gut, ich habe das koordiniert. Wir haben etwas Geld bekommen, Finanzierung von der Stadt Görlitz, vom Kulturamt Niski, von Veolia. Es war nicht einfach gewesen, insofern, weil es von Niederschlesien kaum mehr irgendwelche Unterlagen gibt. Und die haben wir uns zusammengesucht aus Büchern und von noch Überlebenden, die uns dann auch ein paar Dinge, reale Objekte zur Verfügung gestellt haben. Also wir haben ja wir haben ein Jahr in etwa Recherchen gemacht und haben dann hier 4 Tage aufgebaut. Wir sind eine Projektgruppe. Das heißt also, wir gehen anders vor. Wir wollen im Grunde genommen etwas zum Anfassen zeigen und wollen Texte zeigen, die wir recherchiert haben. Und wir sind keine Wissenschaftler, wir sind teils machen, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Als Hobby? Ne, kann man nicht, das würde ich nicht so sehen. Hobby würde ich nicht sagen. Ich muss jetzt sagen, wenn wir Texte gemacht haben, die sind an 4 Leute gegangen. Und jeder hat an dem Text geändert, was er meinte, dass es wichtig wäre. Und so brauchten wir auch immer übers Internet. Und dann ging es an unsere Kollegin, die Frau Dr. Rojan, die das ins Polnische übersetzt hat. Und somit, wir haben ganz intensiv miteinander gearbeitet, muss ich Ihnen sagen. Toll, es war toll, weil es war zwar unheimlich anstrengend, aber es war eine wunderbare Zusammenarbeit mit allen zusammen, kann ich nur sagen. Und wieso denken Sie, Stoffe können für Polen interessant sein? Na, Sie, das denke ich schon, dass es gibt ja die Orte, inzwischen ist ja eine Generation herangewachsen, was ich so feststellen konnte, die sehr interessiert sind, was damals in den Orten abgelaufen ist. Und ich meine zum Beispiel in Lauban ist man ja dabei, wieder Handwerkshäuser aufzubauen und kann also nachvollziehen, was überhaupt da stattgefunden hat. Und wir haben in unserer Projektgruppe einen Nachfolger von einer Firma in Lauban, von einer Taschentuchfirma. Und der hat uns jede Menge organisiert, die wir hier also auch zeigen.